Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich bitte euch, jetzt in klaren Gedanken zu fassen, nicht abschweifen. Ich brauche eure Fantasie. Hab ich euch damit? Ihr wisst ja, ich bin viel herumgekommen in der Welt, 60 Länder sind es. Und bevor ich noch bevor die Reisen losging in der DDR, da haben wir so gesagt, ach, das wäre ein Traum. Mal in der Südsee, auf einer Insel. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Aktiviert bitte eure Fantasie. Eine Südseeinsel, da ist es nachts 25 Grad. Du stehst sommerlich gekleidet, überall Palmen, Papageien krabbeln da rum und krächzen, die Grillen zirpen. Und jetzt stellt euch vor, da ist ein Rollfeld, da steht ein Flieger. Wir sind ausgestiegen, da wird der rote Teppich ausgerollt. So was habe ich noch nie gesehen. Jedenfalls. Wir stehen daneben, da wird der rote Teppich ausgerollt und da steigt ein König, so wie es in Märchenfilmen ist. Ein König wirklich mit königlichen Kleidern, goldener Krone, mit seiner Königin steigen die aus und schreiten würdevoll königlich. Wisst ihr, ich stand dort, das Kind klappt runter, ich konnte gar nichts mehr sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Hinterher ein ganzer, kompletter Hofstaat. Rechts und links spalierstehend die Insulaner. Die sind nicht so mittelmäßig wie wir. Die haben sich gefreut, die haben gejubelt, die haben getanzt. Aller 10 Meter spielte eine Band. Da war Musik in der Luft. Und das hat man gesehen, wie die sich freuen. Und dann, was weiß ich, aller 10 Meter weiter eine Gruppe von jungen, schönen Frauen mit langen, bunten Kleidern. Und die haben getanzt. Vor Freude. Da ist der König eingezogen und die ganze Insel, die war im Jubel, in der Freude. Leute, sowas erleben wir ja kaum in Deutschland. Jedenfalls, diese Szene, das war gewaltig. Es war gewaltig. So, und jetzt stellt euch mal vor, im Alten Testament gibt es einen ganz coolen Satz. Sacharja 9, Vers 9. Siehe, heißt es, dein König kommt zu dir. Ich sag's gleich noch einmal. Siehe, dein König kommt zu dir. Da kommt in irgendeine Hauptstadt, wo du nie siehst, sondern der kommt persönlich zu dir in dein Leben, jetzt und heute und hier. Und nirgendwie anders. Und das siehe, das soll für euch werden ein Weckruf. Soll euch herausrütteln aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit, aus diesem Corona-Trott, der uns so müde machen will. Siehe, das heißt doch, mach die Augen auf. Schau weg von aller Not, von aller Angst, die dich packt. Und die packt jeden. Die Panik, dieser ganze Corona-Wahnsinn. Schau weg von allen Sorgen, von allen Problemen, die dich lähmen, die dich erdrücken wollen. Und richte deinen Blick auf den kommenden König. Er allein bringt Licht in deine Dunkelheit. Er allein tröstet dich. Er allein gibt dir Kraft für den Alltag. Und der Adventskönig, na, Advent heißt ja Ankunft, und der Adventskönig ist Jesus Christus. Ich sage es gleich noch einmal. Der Adventskönig ist Jesus Christus. Und er bringt Licht in deine Dunkelheit. Er gibt dir Trost. Die Welt hat keinen Trost für dich. Er nimmt dir deine Angst. Den Stress, der auf deiner Seele liegt. Natürlich, äußerlich ist nichts Herrliches zu sehen gewesen an Jesus, nur er kam arm.
Aber wisst ihr was? Wenn der in großer Herrlichkeit und Pracht gekommen wäre, ich wäre nie zu ihm gekommen. Das hätte mich abgeschreckt. Er ist kommen, er ist auf Erden kommen arm, dass er sich unser erbarm, heißt es in einem Lied. Ja, weil er arm gekommen ist und weil er die Menschen so versteht, weil er auf der gleichen Augenhöhe ist, ist das ganz anders. Es ist kein arroganter König. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das, was mich berührt hat, Jakob, im Lobpreis, diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu, das haut mich um, das berührt mich total, weil es auch so ist. Den Großen und Mächtigen ist es doch scheißegal, wie es dir geht. Aber Jesus nicht. Und das ist der Unterschied. Er ist der eingeborene Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er wurde arm, auf dass wir durch seine Armut reich würden. Weil das ist, hat jeder den Mut, zu Jesus zu kommen. Für alle Menschen hat er ein liebendes Herz. Ich hab Gott lange Zeit gar nicht verstanden. Weil ich habe immer gedacht, ich bin schlecht, ich habe Sünde getan und die gerechte Strafe wäre, dass er mich erschlägt mit Betonpfeilern und Eisenbahnschienen. Das wäre gerecht gewesen. Aber dann lese ich hier in der Bibel von Jesus. Und wenn du diese Liebe liest und erfährst durch dieses lebendige Wort, dann haut dich das um. Dann ist das ganz anders. Und dann siehst du das liebende Herz. Wenn du das sehen willst, dann sieh auf Jesus. Dann siehst du das liebende Herz des Vaters. Dort habe ich es begriffen. Vor 10 Jahren hier in der Gemeinde. Ich könnte mir nichts vorstellen unter dem Papa. Aber ich habe es begriffen, Leute. Ich habe es verstanden. Und das ist wunderbar. Er hat für alle Menschen ein liebendes Herz und ein offenes Ohr. Und Jesus spricht ganz klar zu dir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Leute, das ist doch frohe Botschaft. Absolut frohe Botschaft. Siehe, dein König kommt zu dir. Natürlich gilt es dem Volk Israel. Aber wie schön, dass diese Worte vielschichtig sind. Sie gelten auch dir und mir. Das finde ich ganz große Klasse. Und er hat in seiner Liebe mich gesucht und dich gesucht und gefunden. Ich habe fast lachen müssen. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen von einer russischen Frau. Die heißt Tatjana Gorycheva, marxistische Philosophin, die Gründerin der russischen Frauenbewegung. Die hat nie was am Hut gehabt mit Gott, nie gebetet in der Bibel, war nie im Haushalt. Und dann hat sie gedacht, es wäre doch mal ganz cool, wenn ich mal ein bisschen Yoga lerne. Da hat sie sich ein Buch gekauft, schlägt das auf und die erste Übung, jetzt könnt ihr mal lachen, die erste Übung war das Vaterunser. Das christliche Gebet, das Vaterunser. Ihr wisst ja, die leiern dann diese Mantras, bis sie umfallen. Wer weiß, wie das geht, aber egal. Und die fing also an, das Vaterunser runter zu leiern. Einmal, zweimal gefühlslos, dreimal, viermal, fünfmal und dann war es aus. Beim 6. Mal ist was passiert, was ich mit Worten nicht beschreiben kann. Das muss ich euch vorlesen. Ausgerechnet das Gebet. Ich begann es als Mantra vor mich hin zu murmeln, ausdruckslos, automatisch. Und dann wurde ich plötzlich vollständig umgekrempelt. Ich begriff nicht etwa mit meinem lächerlichen Verstand, sondern mit meinem ganzen Wesen, dass er existiert. Er, der lebendige Gott, kam in diese Situation hinein und hat die Frau vollkommen umgekrempelt und neu gemacht. Die ist nie wieder in den kommunistischen Bund gegangen. Die ist jesusgläubig geworden. Jesus hat ihr Leben total umgekrempelt. Und wenn Jesus das bei einer Marxistin tun kann, einer Atheistin, dann kann er das bei dir genauso und er wird es tun und er hat es schon getan. Bei wem es noch nicht geklingelt hat, der wird es noch erleben. Deshalb stehe ich hier vorne. Es ist,
Ich habe fast lachen müssen, aber dann war es doch wieder ernst. Diese russische Frau hat Gott erlebt. Ist das nicht schön? So einen großen Gott haben wir, so einen herrlichen Jesus. Er kommt zu dir. Nimm du, Jesus, diesen wunderbaren Heiland auf. Er bringt die Sonne der Gnade, obwohl dem Land, obwohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Heißt es in dem Lied. Und er kommt zu dir, liebe Schwester, lieber Bruder, mach dein Herz weit, damit seine Gnade dir neues Leben schenkt. Er will alle Lauheit überwinden und will die erste Liebe in dir neu entfachen. Der den Himmel kann entfalten, der will bei dir Herberg halten. In Sacharja 2, Vers 14 spricht der Herr: Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Kannst du dir das vorstellen? Wir wohnen in Rom, ich habe keinen Papst gesehen. Wir wohnen in den USA, ich habe keinen Präsidenten gesehen. Wir wohnen in Russland, Putin haben wir erst recht nicht gesehen. Aber wisst ihr was? Der Herr aller Herren, der König aller Könige, die Majestät im gesamten Universum, die Größte, die will kommen zu dir und will bei dir Wohnung machen. Leute, überlegt mal. Es ist großartig, dieser Gott ist großartig. Und wo sein Wort angenommen wird, da erwächst neues Leben. Und wo sein Geist weht, da fließen Segensströme. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass diese Freude von ihm euch erfüllt, dass ihr rausgeht mit einem Jubelsprung, dass ihr nach Hause kommt und diese Freude mitnimmt. Und Jesus soll dort einziehen und er wird alles verändern. Er kommt nach Hause und er wird alles verändern. Das, was nicht funktioniert, das wird funktionieren. Und das, was noch nicht neu ist, das wird er neu machen. Er kommt zu dir in dein Haus. Mach du die Türen weit auf. Ihr Väter, ihr Muttis, dies ist die schönste Jahreszeit. Die Kinder träumen vom Weihnachtsglanz und sie freuen sich auf die Geschenke. Adventslieder werden gesungen. Die frohe Botschaft vom kommenden Adventskönig wird verkündigt. Sorge und Not wird hier klein, weil Jesu herrliches Weihnachtslicht erstrahlt und dein Herz erfüllen will. Er kommt zu euch, ihr lieben alten Geschwister, die sich mit manchen Schmerz und mit mancher Krankheit herumplagen müssen. Und er ruft euch zu: Ich will euch tragen bis ins Alter. Bis ihr alt und grau werdet, will ich euch tragen und bei euch sein. Ich werde euch nicht verlassen. Das ruft er auch den Jungen zu, nicht bloß den Alten. Das gilt für alle. Ich werde euch nicht verlassen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das gilt, das Wort. Und er versteht euch mit all euren Nöten, mit all euren Schmerzen. Mach aus Sorgen ein Gebet. Und er kommt auch zu euch, ihr Jungen, die ihr euch rumplagen müsst mit der Schule. Johannes, ne? David. Schule ist manchmal nicht so einfach, ist manchmal sehr ätzend. Oder beim Studium, Joel, ist nicht so einfach. Ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ohne Gebet und ohne Jesus geht es einfach nicht. Oder mit der Ausbildung, mit der Lehre. Ich hatte damals unterschrieben und da war ein ganz kleiner Zusatz, den konnte ich kaum lesen. Teilnahme an der GST und schon war ich in dem Haufen drin. Das wollte ich gar nicht. Und dann ging es ja knallhart in die Ausbildung und dann kriegst du eine MP in der Hand gedrückt und sollst schießen. Ich habe es abgelehnt. Leute, dort stand es auf des Messers Schneide. Dort haben sich die Parteisekretäre und die großen kommunistischen Lehrer die Klinke in die Hand gegeben. Die wollten mich von der Schule schmeißen. Und es stand auf des Messers Schneide. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass es nicht passiert ist. Ich bin geblieben. Der eine Lehrer, Elektrotechniker, hat uns für blöde und verrückt erklärt. Aber wisst ihr was? Wir wurden so klein mit Hut. Er war ja der große Mann da vorne mit einer Ausbildung, Diplom-Ingenieur. Wir waren ja nur Lehrlinge. Aber wisst ihr was? Gott lacht über solche Leute. Denn hinterher sind die ganzen Lehrlinge zu uns gekommen: Ja, wie ist denn das mit eurem Jesus? Und dann haben wir auch sagen können, wie es mit unserem Jesus ist. Und das ist es, das ist es. Ohne Jesus geht es nicht. Ohne Gebet geht es nicht. Oder wenn du dir einen Job suchen musst, ist nicht so einfach.
Johannes hat es mal ein bisschen durchexerziert, wie es ist im Job. Ne? Gar nicht so einfach, ist ziemlich schwierig. Ohne Gebet geht das nicht. Oder Partnersuche. Kannst du nicht einfach so aus der Lameng machen. Da musst du schon wirklich beten und sagen, Herr Jesus, komm mit, ich brauche dich. Es geht nicht anders. Sonst wird es nichts. Aber das ist das, was ich dir wirklich sagen will. Jesus ist für dich da. Und er hilft dir ganz sicher. Wenn es nicht so wäre, würde ich hier nicht stehen. Du kannst deinem König Jesus Christus vertrauen. Er kommt auch zu den Menschen, die einsam sind, die alleine sind. Es ist ja nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Oder vielleicht hast du liebe Menschen verloren. Oder bist von Menschen enttäuscht. So, wenn der Herzschmerz nicht aufhört, kann dir kein Mensch helfen. Aber du kannst zu Jesus schreien. Du kannst in deiner Angst zu Jesus schreien. Und er hilft dir. Das kann ich dir garantieren. Es ist nicht einfach. Jesus, du willst bei uns sein, das ist ein Versprechen. In allem Leid kann nur er euch wirklich trösten. Die Welt hat keinen Trost. Die Welt versteht euch auch nicht. So wie eine Mutter tröstet oder ein Vater tröstet, so ist Gott und noch viel mehr. Es geht durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Kreuz zur Krone. Sacharja 9,9, siehe, dein König kommt zu dir. Wisst ihr, im Neuen Testament ist das so richtig erfüllt. Und jetzt will ich euch nochmal eure Fantasie aktivieren. Stellt euch vor, diese goldene Stadt Jerusalem, da geht so ein Hang hoch und da ist eine ganze große Menschenmenge unterwegs. Da sitzt Jesus auf einem Esel und reitet in die Stadt hinein. Und rechts und links, da sind Kinder, da sind die Jünger, da ist ganz viel Volk. Der Messias zieht ein. Die haben von den Palmen haben die Wedel runter gemacht und zu Füßen gelegt. Die haben ihre Klamotten hingelegt. Und Jesus ritt ein in diese heilige Stadt. Welch ein Jubel. Dort hat sich das Wort erfüllt. Aber ihr Lieben, kurze Zeit später schrien die Menschen, kreuzigt ihn. Ich habe das jetzt, die letzten 14 Tage habe ich ja nur gelegen, war krank. Und ich habe diese ganzen Dinge nochmal so in Studienbibeln gelesen. Ich hatte ja Zeit. Und wie Jesus diese Härte erlebt hat, das ist unvorstellbar schwer. Er, der König aller Könige, wird verspottet, er lässt sich schlagen. Er wird angespuckt, er wird gegeißelt. Mit dem zerfetzten Rücken muss er das Kreuz noch schleppen. Und geht ans Kreuz. Das ist furchtbar. Ich war entsetzt über den Hass der Juden. Und ich bin entsetzt über die schrecklichen Kriege und Massenmorde durch die Jahrhunderte durch. Wo ich fünf Länder in Südamerika bereist habe, da haben wir mitgekriegt, die Spanier und die Portugiesen, die haben 100 Millionen Indianer umgelegt. Aus Gier. Nur wegen dem blöden Gold haben die so viele Menschen umgebracht. Geht durch die Geschichte. Im 30-jährigen Krieg waren die Schweden in Deutschland. 2/3 der Bevölkerung sind einfach umgebracht worden. Denkt, vor 100 Jahren sind 1,5 Millionen armenische Christen umgebracht worden. In den KZs wurden Juden umgebracht. Und werden heute noch Leute umgebracht in KZs, in China, in Russland. Und sonst wo. Es ist entsetzlich, was hier Menschen sich antun. Es ist einfach schlimm. Die Bosheit der Menschen ist groß und es ist nie besser geworden. Wisst ihr, und früher habe ich dann manchmal gesagt, guckt ja, das sind die Bösen. Das sind sie schon, aber vergesst eins nicht, wenn ein Finger auf die anderen zeigt, zeigen 3 Finger auf mich. Wisst ihr, und wenn er das versteht, dann wird er ganz klein. Ich bin da auch dran schuld. Ich habe da auch Schuld. Und die Bibel sagt uns das ganz klar. Das steht in Römer 3, da spricht Paulus, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, dass keiner da Gutes tut. Und Vers 23, sie sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben. Wisst ihr, dass die Corona-Seuche wütet, das ist schon schlimm.
Aber das schlimmste Grundübel der Menschheit, das ist die Sünde. Es geht nicht darum, wenn du mal geklaut hast oder mal gelogen hast. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um Zielverfehlung. Ich habe da eine Geschichte, die ist leider nicht besonders positiv. Ein Kollege von mir ist gestorben. Macht mich zutiefst traurig, weil er noch leben könnte. Der hat vor 4 Jahren hat er Krebs gekriegt und der war nicht gläubig, es war ein guter Mensch. Der hat mich angelernt unter Tage im Bergwerk und der hat mich die letzten 15 Jahre angelernt im Heizhaus, dass ich das alles hingekriegt habe. Er war wie eine Art Lehrmeister und wirklich ein warmherziger Mensch. Und der kriegt Krebs. Und zu einer Weihnachtsfeier, ich habe den begrüßt und umarmt. Und wisst ihr, der hat den Anzug an. Und unter dem Anzug war nur Gerippe. Leute, ich kann euch nicht sagen, welches Elend ich da gefühlt habe. Ich bin nach Hause, eher nach Hause. Und ich habe im Auto zu Gott geschrien. Ich sage, du hast doch alle Macht da oben. Du hast es doch. Musst du denn so elendiglich verrecken lassen? Sag, du kannst doch an die Hebel ziehen, du hast doch, du bist doch der große Gott, die haben wir doch immer vertraut. Und ich habe richtig lange gebetet, und es war kein Beten, es war eher ein Wüten. Aber wisst ihr was? Wochen später musste er zu einer Untersuchung. Wie gesagt, der hat Krebs gehabt in der Leber, im Darm und überall Metastasen. Normalerweise hast du gar keine Chance mehr. Deshalb habe ich ja auch so gewütet, gebetet, geschrien zu Gott. Wochen später kommt er selber, da kam die Treppe hochgekommen ist, mit federnden Schritten die Treppe hochgerannt. Und brüllt unten schon, fällt mir um den Hals, Uli, die Untersuchungen haben ergeben, in meinem Körper sind keine Krebszellen festzustellen. Die Ärzte sprechen von einem der größten Wunder, die überhaupt die letzten Jahre hier im Pirnaer Krankenhaus passiert sind. Und wir wurden sowas von glücklich. Ich wusste, Gott hat das Gebet erhört. Jesus hat dir geholfen. Der hat ihn wirklich von der Schippe geholt. Keine Krebszelle. Ich war sowas voller Freude. Ich habe Gott gedankt. Ich danke ihm heute noch. Aber wisst ihr was? Viele Wochen später, wir reden darüber. Darüber muss man reden, was Gott tut für die Menschen. Wochen später, da fängt er an. Ja, das war nicht Jesus, das war nicht das Gebet. Das waren die Ärzte und das war die gute Medizin. Da wollte er gar nicht mal wissen von Gott. Nein, das war nicht Gott. Zutiefst traurig bin ich gewesen. Und da hat er den lebendigen Gott einfach abgelehnt. Der hat ihn wirklich gerettet. Abgelehnt. Ein Jahr war er gesund, dann kam die Krankheit wieder. Und da haben sie ihn operiert und vieles weggeschnitten. Dann hat er nochmal Chemo gekriegt und ist jämmerlich vor die Hunde gegangen. Gott abgelehnt. Ihr lieben Geschwister, wer Gott ablehnt, ist selber dran schuld. Das dürft ihr nicht machen. Das ist falsch. Das ist am Ziel vorbei. Du lebst nicht hier auf dieser Erde, um dich selber zu verwirklichen. Du lebst auf dieser Erde, weil Gott dich hierher gesetzt hat. Weil Gott dich zutiefst gewollt hat. Und du hast einen Sinn und ein Ziel in ihm. Und du wirst dein Glauben sehen, dann irgendwann in der Herrlichkeit wirst du das erleben, was du geglaubt hast. Aber Gott ablehnen, das kennen die Menschen. Natürlich haben sie einen freien Willen. Das ist furchtbar, Leute, es ist furchtbar. Diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu, wenn ich im Neuen Testament lese, was Jesus tut, die Frau am Brunnen, hast du heute gesagt, hat mich genauso bewegt. Oder die Sünderin, die schon gesteinigt werden sollte. Und Jesus hat sie nie verurteilt, sondern liebevoll angeschaut. Er hat nur einen Satz gesagt und dann sind die Gerechten davongegangen, weil sie gemerkt haben, dass sie auch Sünder sind. Und die Liebe Jesu hat diese Frau umgekrempelt und neu gemacht. Dieses herrliche Wort, das muss ich euch vorlesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wie gesagt, ich bin sprachlos über der Liebe Gottes, die dir und mir gilt. Jesus stirbt am Kreuz für meine und deine Schuld. Er, der Unschuldige, der Sohn Gottes, verlässt die Herrlichkeit, weil es ihm so wichtig ist, dich zu retten und mich zu retten. Geht aus Liebe ans Kreuz, damit wir zum Vater kommen können. Nie wären wir zum Vater gekommen. Nur durch Jesus, durch seine Liebe, kommen wir zum himmlischen Vater. Wisst ihr, das ist Freude. Du darfst zu Jesus kommen, du darfst zum Vater gehen. Du, und ob du beten kannst oder nicht, manchmal ist es nur ein Schrei oder ein Stöhnen. Oder sonst was. Jesus sieht dich, Jesus versteht dich. Und er will in dein Herz einziehen. Und er will dir diese Adventsfreude schenken. Und der letzte Gedanke. Es wird einen letzten Advent geben. Das heißt, Jesus wird wiederkommen. Wir wissen, dass wir jetzt in bewegten Zeiten leben. Und in der Bibel steht ja auch ganz klar, Jesus wird wiederkommen. Aber in Pracht und Herrlichkeit, als der König aller Könige. Ich will euch das mal vorlesen. Ich habe bloß noch 1-2 Minuten. Da ist Johannes, der schreibt an die 7 Gemeinden. Da sieht er einen Thron. Und da sieht er Jesus Christus. Welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden? Ihm, der uns liebt und uns erlöst, hat von unseren Sünden mit seinem Blut erlöst. Er hat uns erlöst. Aus Liebe. Und uns zu Königen und Priestern gemacht. Vor Gott, dem Vater, sei Ehre, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn alle Augen sehen, alle, die ihn durchbohrt haben. Und er spricht, ich bin das A und das U. Ich bin der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jetzt ist Johannes wieder, der die 7 Gemeinden sieht. Und dann sieht er, an den 7 goldenen Leuchtern sieht er einen, der war einem Menschensohn gleich und angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie Wasserrauschen. Und er hatte die 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und scheint in ihrer Macht. Und als Johannes das sieht, fällt er also ohnmächtig zu Boden und Jesus hebt ihn wieder auf. Und das ist ganz wichtig. Und Jesus spricht, fürchte dich nicht. Hab du keine Angst. Das gilt dir. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Meine letzten Stunden auf der Arbeitsstelle, bevor ich Rentner wurde, haben meine Kollegen ganz betroffen geschaut und getuschelt. Ich sage, was habt ihr denn? Und da sagt einer, du armer Hund. Du bist jetzt Rentner und dann kommt die 2-Meter-Sohle und die Kiste und dann ist aus. Dort habe ich ganz laut lachen müssen und habe gesagt, ihr habt ja gar keine Ahnung. Wisst ihr was, das Schönste kommt noch. Ich werde das sehen, was ich geglaubt habe. Ich werde Jesus sehen, Leute. Das ist eine Freude. Es geht in die Herrlichkeit und nicht in die Kiste. Es geht nicht in die Verzweiflung, in die Angst, in die Hoffnungslosigkeit. Es geht zu Jesus. Du wirst ihn sehen und er wird abwischen alle Tränen. Dort gibt es keine Angst mehr. Und dort siehst du liebe Menschen wieder. Das wird eine Freude sein. Du wirst ihn sehen. Du wirst das sehen, was du jetzt glaubst. Gibt es was Größeres?
Da kann die Welt nicht mithalten. Das hat keine Konkurrenz. Das ist unser Gott. Und das hat er für dich und mich. Ist es nicht eine tolle Botschaft? Geht mit diesem herrlichen Wort, mit diesem wunderbaren Jesus, geht in diesen Tag hinein und wisst, er geht mit. Er bleibt bei euch. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Amen.